DuckTales. Uhuhu. Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Flattermann 85. Das allererste NES-Spiel, was wir jetzt gemeinsam zocken werden. DuckTales steht an. Und es ist ein einfach geniales Spiel. Ich habe das als Kind gesuchtet ohne Ende. Von 1989 dieses Spiel. Es ist Wahnsinn, wie lang das hier ist. Jedenfalls, ja, es erklärt sich eigentlich ziemlich von selbst. Wir spielen Dagobert Duck, dürfen Schätze einsammeln. Unsere Neffen Tick, Trick und Track helfen uns. Und wir werden das Ganze auf normal spielen, denke ich. Und ja, ich wünsche euch und mir viel Spaß bei diesem kultigen Let's Play. So, wollen wir mal gucken. Das ist unser großer, Anfangsbildschirm, unser Hauptmenü, wenn man so will. Und hier gibt es 5 verschiedene Level, die wir auswählen können. Und wenn wir überall diese Schätze gefunden haben, die hier abgebildet sind, dieser komische Stab hier zum Beispiel, wir haben hier eine, ja, was ist das? Eine Tafel oder ein, ja, einen Teller, irgendwie sowas in der Richtung, würde ich sagen. Wir haben einen Edelstein. Wir haben hier, das ist, glaube ich, eine Statue. Und wir haben ein Stück Käse. Natürlich. Wir gehen das der Reihe nach durch. Und ganz zum Schluss dürfen wir, glaube ich, wieder in eins dieser Level rein. Ich möchte nicht zu viel verraten, um einen, ja, weiteren oder den letzten Endgegner zu besiegen. Ja, wir fangen an mit dem Amazonas. Und ich muss von Anfang an nochmal sagen, dass ich bei diesem Spiel insbesondere wieder mal die Musik einzigartig finde. Der Soundtrack ist hier einfach genial. Gerade noch für NES-Verhältnisse einfach super. Ja, langes Gerede, kurzer Sinn, meine ich so. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Amazonas. Da sind wir! Das ist der Dagobert. Und es gibt eigentlich immer viel zu entdecken. Wow! Überall sind so kleine, hier, Edelsteine versteckt. Wir können hier, plups, Steine durch die Gegend schmeißen. Und, ich habe es jetzt nicht vorher geübt oder so. Oh, da sieht man es. Ich bin schon wieder tot. Lange, lange her, wo ich das hier gespielt habe. Und, ja. Ich bin mal gespannt, wie wir das hinbekommen werden. Wie weit wir kommen. Ob ich überhaupt Game Over gehe. Ich will es mal nicht hoffen. Bam. Und ja, wir wollen mal gucken. Auf jeden Fall bemühe ich mich, euch einiges zu zeigen. Ein paar Verstecke kenne ich sogar noch. Da können wir natürlich jetzt runter. Aber ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal hier oben weiter gucken. Denn hier waren noch ein paar Sachen. So, das M hier ist Unverwundbarkeit. Wie wir hier sehen. Bang, bang, bang. Und hier oben ist ein Versteck. Jawohl. Kurz gucken, war hier noch was weiter versteckt? Ich glaube, so die beiden. So. Manche Edelsteine geben mehr Punkte, manche geben ein bisschen weniger Punkte. Das sieht man eigentlich an der Farbe. Ups, das wollte ich nicht. So, jetzt haben wir vorsichtig hier. Aber den lassen wir erstmal vorbeifliegen, den netten jungen Mann da. So. Und zack. Und bam. Jawohl. Er hat es noch drauf, der Alex. Das war ja nicht so gut. Also, das oben links ist unsere Energie. Da, wo jetzt momentan noch. Oh, scheiße. 2 von 3 roten Kügelchen aufblinken. So, den lassen wir einfach. Oh, da war Kuchen. Und dieser Kuchen, der gibt uns auch nochmal Energie zurück. So. Gehen wir jetzt nach unten. Ich weiß nicht, ob das klug ist, das jetzt praktisch von unten aufzurollen. Komm her. Ja, komm her. Ich weiß doch, dass du hier runter willst. Er nervt mich gerade. Komm. Ja, ah, fast. Ich mag diese Spinnen überhaupt nicht. Oh Gott. Es könnte auch gut sein, dass ich direkt am Anfang gleich sterbe. Das will ich alles nicht ausschließen. Ich hoffe mal, dass ihr mit der Bildqualität einigermaßen zufrieden seid. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Und es ist jetzt das erste längere Let's Play, was ich jetzt bereits mit der... also, was ich jetzt nicht mehr mit meinem normalen Videograbber aufnehme. Sondern ich benutze jetzt die Elgato Video Capture HD Card. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe ja demnächst vor, ein PlayStation 3 Spiel mit euch zu Let's Playen. Das wird wahrscheinlich Resident Evil Revelations sein. Und weil ich für eine PlayStation 3 Qualität meinen Grabber nicht unbedingt verwenden kann, weil es dann ziemlich pixelig und kriegelig aussieht, und das muss ja nicht sein, musste ich mir was einfallen lassen. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich diese Game Capture Video HD-Dings da ausprobiere. Und bisher bin ich eigentlich recht zufrieden damit. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr das auch so seht. Ist das vernünftige Aufnahmen? Sieht das gut aus? Hier ist ein kleiner Geheimgang. Und wenn wir hier weiter hüpfen, gibt es noch einen Geheimgang. Ja. Ein paar Sachen weiß der Alex noch. Oh, Geld, Geld, Geld. Beziehungsweise Edelsteine.
Und bams. Wieder was. Das ist doch schön. Und da sind auch ordentlich Schätze, die wollen wir auch mitnehmen. Ich glaube, hier war auch noch was. Nee? Ich dachte, hier wäre noch was. Nee? Na gut. Und hier hoch. Zack. Ach, das Spiel ist so schön, Leute. Ich freue mich richtig, dass ich das mit euch zocken kann. Ich habe es wirklich Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr lange her. Der Standardspruch halt, aber es ist diesmal wirklich so. Genau, von dieser Seite ist es noch wesentlich einfacher, weil hier kann man auch mal... Ach, scheiße. Ich mag diese Spinne nicht. Eigentlich könnte ich mir das hier auch sparen. Wir waren hier schon. Was war das denn? Der hat den Stock gerade nicht ausgepackt. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben haben wir überhaupt. Ach, da oben steht das ja. P. Player. Ja, schon zweimal im ersten Level gestorben. Ich bin begeistert. Aber jetzt haben wir jetzt ziemlich alles eingesammelt. Das ist auch schon mal was. Und jetzt können wir eigentlich oben lang gehen. Diese Spinnen, ne? Das ist absolut nicht meine Lieblingsgegner. Ich mag im echten Leben ja schon keine Spinnen, aber hier, ne. Ach ja. Ich kann schon mal eben ankündigen, ich werde nicht nur diesen ersten Teil mit euch let's playen, sondern wir spielen DuckTales 1, 2 und wir spielen auch DuckTales Remastered. Also alle praktisch DuckTales-Fans kommen jetzt voll auf ihre Kosten bei mir, weil ich auch gerade wieder richtig Bock habe, diese Spiele zu spielen. Wobei ich Teil 2, oh Gott, Teil 2 selbst nie gespielt habe, den habe ich mir jetzt aber gekauft und den werden wir dann zusammen zocken, oh Gott. Genau wie den Remastered-Teil, den neuen für die PlayStation 3. Den habe ich zwar als Let's Play mal gesehen, aber ich habe ihn selbst nie gespielt. Mal gucken, müsst ihr euch hier. Genau, so machen wir das. Warten wir mal ab, bis der da weg ist, der Penner. So, und was haben wir hier? Ein Leben? Nee, nur ein Edelstein. Na gut. Okay, rüber. So, was haben wir denn da drin? Ach Gott. Bisschen aufpassen muss man hier schon. Oh Gott. Und? Kuchen. Kuchen ist gut. Beziehungsweise so ein kleine... Sah aus wie so ein Soft-Eis irgendwie ein bisschen. Mann, manchmal sind die echt ein bisschen dusselig platziert. So, komm her. Bam. Ist alles nicht so einfach hier. Hui. Okay. So. Quack! Ja, da wollte ich mal eben warten. Ich wusste, wie das dann aus so eine scheiß Biene kommt. Nun komm mal her. Wir müssen uns natürlich jetzt an Quack dranhängen. Jawohl, ich hab dich. Hab dich. Oh, fuck! Das ist fies. Da konnte ich nichts machen. Wie ist direkt Game Over? Nö, ne? Also sollte ich jetzt gleich beim ersten Mal Game Over gehen, dann ist das so. Dann tut mir das leid, aber dann ist das der erste Versuch, um das Let's Play ein bisschen vorzustellen hier, macht das nichts, dann können wir das ruhig nochmal doppelt machen. Ist sowieso ein recht kurzes Projekt eigentlich, weil es, wie gesagt, diese 5 Level, die ich euch da jetzt gezeigt habe. Und praktisch noch einmal ein kleiner Zusatzlevel. Und dann ist das Spiel eigentlich auch schon durch. Teil 2 ist ein bisschen länger und der Remaster-Teil ist eigentlich der längste. Und ich weiß nicht, ob wir die jetzt hundertprozentig alle direkt nacheinander zocken werden. Ja, das wollte ich nicht. Zwei hat er abgezogen, ich glaub's nicht. Jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals. Und erstmal haben wir jetzt Spaß an diesem Spiel. Also ich zumindest. Ich hoffe, ihr auch. Aber ich war allgemein als Kind ein großer DuckTales-Fan. Und nein! Doch war ich. Lass mal lieber vorbeifliegen. So. Haha. Ja, muss ein bisschen aufpassen hier bei diesen Viechern. Bam! Ja, diese eine hier ist natürlich jetzt ein bisschen fies. Wie machen wir das denn mal? Erstmal lassen wir die weg. Wie wollen wir das denn jetzt machen, dass die uns nicht kriegt, die da jetzt ankommt? Gute Frage! Wir sind tot. Ja, das war jetzt Vorführungszwecke. Dann machen wir mal auf easy. Ich versuch's mal auf easy, Leute. Warum nicht? Ich hab's so lange nicht mehr gespielt. Hier ist aber nichts versteckt. Das Ganze noch einmal. Was soll's, ne? Das Gute ist jetzt, dass ich überhaupt nicht aufgepasst habe, wann ich überhaupt angefangen habe aufzunehmen. Somit kann ich jetzt gar nicht abschätzen, wie viel Zeit wir jetzt schon hier verplempert haben, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, wie lange nehme ich jetzt auf? Eine Viertelstunde vielleicht?
Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. So, wollen wir unten lang? Also zumindest die geheimen Bereiche da links, die möchte ich gerne haben. Aber dann brauchen wir eigentlich nicht unten weitergehen. So, zack, da, da, da. Ach ja, ist das schön. Am besten, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir das Level Transsilvanien. Das wird hier nachkommen, nach dem Amazonas. Da ist die Musik super und ja, da müssen wir halt unter anderem gegen Mumien kämpfen, gegen Vampire, glaube ich, und Zombies und sowas in der Richtung. Das gefällt mir sehr gut. Und wir haben eigentlich auch noch die Hilfe von unseren drei Neffen zu erwarten. Aber ich glaube, in diesem Part haben wir noch nie einen davon gesehen, ne? Bisher nur Quack, den Bruchpiloten. Und ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie lange der Level insgesamt geht. Ist da was? Nee. So, wir gehen hier mal wieder hoch. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir rechts nochmal wieder reingehen in den Eingang, dass es da auf jeden Fall noch was gab. Ich glaube, bei der Statue war ein kleines Geheimnis. Nur mal gucken. Bam. Ich sollte auf jeden Fall mit mehr als drei Punkten, Energiepunkten, zu dieser Stelle kommen mit dieser scheiß Biene. Aber momentan sieht das ja einigermaßen gut aus, was ich hier verzapf. Oh, den möchte ich haben. Ah, verdammt! So, geht doch. Geht doch. Genau, da möchte ich runter. Ach, hier ist gar keine Statue. Aber ich dachte, hier wäre was gewesen. Aha! Na gut, da war ein kleiner Schatz versteckt. Mehr ist hier aber nicht. Okay. Da ich mich vielleicht vertan habe, war das vielleicht in einem anderen Level. Mag alles sein. So. Bienen. Ach, das lasse ich den Schatz. Ach, weiß auch nicht. Brauche ich das unbedingt? Das ist. War das nur ein Schatz oder war das mehr? Oh! Sehr gut. Oh! Das hat sich ja fast noch gelohnt. Also ich will jetzt keine Rekorde aufstellen, was Schätze holen angeht, aber ich meine, wenn sie auf dem Weg liegen, nehme ich sie gerne mit. Da sage ich nicht nein. Und ja. Oh, das ist doch schön. Haben wir das mitgenommen? Energie sieht auch gut aus. So lob ich mir das doch. Ich komme heute übrigens gerade vom Flohmarkt. Wen es interessiert, ne? Wen es nicht interessiert, der weiß es jetzt auch. Ich nehme das jetzt hier am ja, frühen... Na, ist dann Nachmittag, ist es schon. Es ist 2 Uhr jetzt aktuell. Ah, da warten wir mal ab. Und ich habe wieder ordentlich Hörkassetten gekriegt. Wen es interessiert, ich habe Tim und Struppi-Kassetten gekriegt, die eigentlich schon relativ wertvoll sind. Vor allem von Maritim habe ich die bekommen. Und von Tom und Jerry habe ich eine Kassette gekriegt, die eigentlich totaler Schwachsinn sind, die Kassetten. Aber wertvoll sind sie halt. Kassetten an sich sind ziemlich schlecht, aber was soll's. So, dann habe ich mir noch Popeye geholt von Europa. Also Europa ist die Hörkassettenmarke, ne? Und hoppala, so. Popeye, die kenne ich nämlich noch gar nicht, ich habe sie selbst noch nie gehört. Verdammt, ich will hier nicht sterben. Ach, das war jetzt unnötig. Okay. Machen wir das hier mal kaputt. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Nichts, gar nichts. Ein Affe. Ich weiß nicht, ist da was? Oh, hier. Bringt das was? Ist doch gar nichts. Was soll denn das? Na gut. Da oben ist der Quack. Wollen wir das hier mal einsammeln hier? Was gibt es denn hier nochmal Schönes? Oh, Geld. So, Quack, was hast du zu erzählen? You want to live back to Duckburg, Mr. McD. Ach so, er möchte uns jetzt praktisch zurückfliegen. Und wenn wir A drücken, fliegt uns jetzt zurück, aber ich möchte nicht, deswegen drücke ich B. Stimmt, er ist so praktisch so ein Express. Okay, jetzt müssen wir schon aufpassen. Und oh, okay, so geht's auch. Ausgetrickst! Verdammt! Von wegen ausgetrickst. Was mache ich jetzt? Komme ich da überhaupt noch vorbei? Doch, da komme ich, glaube ich, dran vorbei. Ich könnte aber auch versuchen, hier rüber zu springen. Ach, kacke. Ach, nö. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber ich muss jetzt die Level wieder ganz von vorne machen. Nee. Ich dachte schon. Okay. Kein mit Leben. So. Jawohl, so kommen wir durch. Hier geht doch. Da, ich wollte gerade sagen, da oben war was. Nein! Mist. Da oben wäre, glaube ich, ein Versteck gewesen. Könntest du mit ihm... falls ich sterben sollte, was gut aus, durchaus sein kann, dann gehen wir da nochmal hin. So. Nein! Mann! Nein, ich bringe mich jetzt nicht absichtlich um, Leute. Das müsst ihr mir glauben. Das ist einfach nur, weil ich etwas unfähig bin und vielleicht auch nicht mehr so geübt in diesem Spiel.